Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Gerun und wir schauen uns heute Kingsgrave an. Vielen Dank an die Entwickler, die mich hierfür ein Key zur Verfügung gestellt haben. Und lasst uns jetzt mal von vorne anfangen. Ich habe schon ein bisschen reingeschaut, um mal zu schauen, was das Spiel so kann. Aber was es so kann, das teste ich euch gleich und schauen wir gleich. Wir stehen auf als wiedergeborener König. Wir werden von einer Geisterfrau zurück ins Leben gerufen. Wir wissen nicht ganz genau, warum. Weil sie verschwindet einfach und lässt uns ohne Antwort zurück. Und ja, das können wir hier uns hier mit WSD bewegen. Finden hier in dieser wunderschön gezeichneten Welt erstmal so, ja, nichts, alles im Ruin. Und wir denken uns, ah, oh, das ist aber irgendwie ein bisschen scheiße, so als König. Warum sieht denn hier alles so Mist aus? Ah, da ist sie auch schon wieder. Ich bin schwach, ich werde nur über das sprechen, was wichtig ist. Bist du nochmal? Was ist hier passiert? In der Überlebende, hätte sie. So, da sehen wir schon Überlebenden, aber wir kommen hier noch nicht durch. Wir müssen erstmal die Fähigkeit freischalten, irgendwie Dinge wegzuschaufeln. Außerdem haben wir hier, wie wir schon sehen, Gegner, Loot, wichtig. Genau, ein bisschen schade ist, die Kisten kann man nicht zerstören, auch wenn sie so zerstörbar aussehen und so das typische zerstörbare Gut sind. Aber ja. Genau. Aber dafür können wir die Ressourcen, die wir finden, nutzen. Um zum Beispiel Brücken aufzubauen. So, wir sehen auch immer, wenn wir genügend Gegner in einem Ding getötet haben, Section getötet haben, dann halten wir das frei und das in sich Gebiet. Potenziell eben hierfür. So, hier fehlen jetzt noch ein paar Leute und ein bisschen Holz. Schauen. Hier ist ein Schalter. Dadurch geht das hier runter. So wie die Hoffnung mich geboren hat, so hat die Essenz das Leben. Die aus den Körpern der Krankheitsopfer freigesetzt wurden, diese Kreaturen wieder geboren. Stammen diese abscheulichen Schnecken von den Leichen meiner Untertanen? Ja, und nicht nur diese. Es gibt einen noch schrecklicheren Feind. Macht euch bereit, Eure Majestät. Wie wir also hier mitbekommen, das Land ist im Ruin und anscheinend ist das Traurige auch noch, die Leute, die wir da quasi wieder umbringen, das sind ehemals unsere Untertanen gewesen. Ja gut, danke schön. Nichts machen. Hier haben wir drei Untertanen gefunden und mindestens auch das eine Holz, was wir suchen. Die wunderbare netterweise als Ressource können hier den Weg zurück freischalten und die Fähigkeit rüber wegzuräumen. Dann wollen wir nochmal zurückgehen oder wollen wir hier rüber gehen. Also ja, ich schaufel das mal frei. Ich bin die Ressourcen. Und was willst du denn? Ihr seid vor 50 Jahren gestorben. Ich weiß, dass ihr seid, aber wie? Ich bin genauso verwirrt wie... Lange sagst du, ist das her? Ach so, das sagen wir. Wie lange sagst du es her? 50 Jahre? Deshalb liegt da so alles in Schutt und Asche. Sieht so aus, als hätte die Seuche auch nach meinem Tod nicht nachgelassen. Ihr habt recht, Eure Majestät. Es wurde noch kein Heilmittel gefunden. Einige haben einfach überlebt. Niemand weiß warum. Ich gehöre zu den wenigen Glücklichen. Was werdet ihr tun? Nach Überlebenden suchen, denke ich. Ich helfe euch gerne dabei. Wenn ihr die Materialien findet, um mein Haus zu reparieren, werde ich euch eine Karte zeichnen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. So, schauen wir mal. Haben wir schon? Jo, wir haben auch schon das Zeug. Irgendwie eine Karte. Und netterweise können wir jetzt diese Karte nutzen, um zwischen den Orten hin und her zu teleportieren. Hier rüber gehen. Alles rüber freiräumen. Achso. Haben wir da drüben jetzt. Und los. Ja, so viel dazu. Da könnten wir dieses Schild hier umhauen, aber dafür fehlt uns noch die Fähigkeit. Dafür bräuchten wir Bogen und Fernkampf. Ja,
jetzt auch nichts. Dann lass doch mal schauen. Karte. Und dann springen wir mal hier hin zurück. Ah, ein Bogen. Brauchen wir also noch 13 Holz. Haben wir denn andere Fähigkeiten mit freie freigeschaltet? Genau, hier das Trümmer räumen. Hier weiter. Okay. Ich mit. Das kaputt. Kommen wir da nicht weiter. Hier fehlt uns leider das Schild, um uns hucken zu lassen. Ja, da unten haben wir es. Die Möglichkeit, nochmal frei zu räumen. Über. Ist total nett, dass sie hier so explodieren und dann alles um sich herum killen. Ist total praktisch. So, nächstes Tor freigeschaltet. Oh. Das denn unhöflich. Mensch, den wir mitnehmen. Was ist das hier? Sägewerk. Da können wir jetzt Essenzen gegen Holz tauschen. Ach ja, wenn wir nur einen Bogen hätten. Aber dann. Eventuell fehlt uns zwei Holz. Was soll? Ich meine, das ist tatsächlich auch keine Ersparnis, ne? Ich kann einfach nur 30 für 10 oder, ja, also andersrum, 1 für 3 oder 10 für 30. Von daher können wir einfach nur zwei hier nehmen. In die Fackel gehen. Netterweise. Und hier die Karte aufmachen. Dann einen Fingerbogen. So. Zutritt. Und dann hauen wir dich kaputt. So, in der Hinsicht ist das Spiel sehr, sehr geradlinig. Ne? Als nächstes können wir wieder. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus. Ja, so ein Zelda. Und. Weiß ich nicht wirklich. Ja, vielleicht so ein Metroidvania. Aber so Zelda ist ja auch schon so ein bisschen Metroidvania-mäßig. In der Hinsicht, dass man immer wieder neue Sachen freischaltet und damit dann eben neue Gebiete freischaltet. Und da, das ist gar nicht mal so. So neu. Jetzt fehlen uns hier Stein und Holz. Wir können aber einfach hier oben anscheinend eine Brücke bauen. Kommen wir da weiter. Achso, und wir können natürlich auch irgendwie hier den Weg zurück schalten. Haben wir irgendwie Leute übersehen? Nein. Nein, haben wir nicht. Dann lassen wir über die Brücke gehen. Hier zu gehen. Au. Dumm. So, aktuell haben wir jetzt 56 Leben. Bisschen ungünstig. Hätte gewünscht, wir hätten irgendwie mehr Leben.
So. Ja, Schalterrätsel. Und dann müssen wir es vermutlich so drehen. Einsam so gedreht. Gut. Aua. Und da sind wir gestorben. Ich glaube, wir respawnen einfach am nächsten Tag dann. Genau, wir respawnen am Tag später. Überall sind wieder die Monster. Das heißt, wir hätten das gemacht, was wir normalerweise. Autsch. Hab ich auch so. Autsch schon vorher gesagt. Einfach das, was passiert wäre, wenn wir den Tag resettet hätten. Genau, also irgendwie quasi keine negativen Aspekte. Au. Wir wieder aus ihren Häusern raus. Kann sagen, hier, ihr seid wieder erneut mein Untertan. Freut euch. Freut euch. Leben geht weiter. So. Eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Hier kommen wir nicht weiter. Also wieder zurück. Weil, wenn wir uns richtig erinnern, haben wir doch hier einen Stein gesehen. Können wir hier drauflegen. Den Anschluss. Nehmen wir den mit. Die mit. Die Kiste auf. Dann haben wir dieses wunderbare Rätsel, das ich beim ersten Mal witzigerweise aus Versehen gelöst hatte. Genau, hier könnten wir die Entfernung vergrößern. Aber dafür fehlen uns ein paar Sachen. Ich denke das gerade nicht. Ja, 20 mal. 20 warum? Da kommen wir gerade nicht hin. Aber wir erinnern uns doch daran, dass... Hier. Da war auch so ein Blockrätsel. Was jetzt hier hin tun? Aufhauen. Nehmen wir... Das Symbol von Zepter. Also hier mit Bogen drauf schießen. Dann. So viel besser. Nein. Außerdem. Das Tor aufmachen. Ich glaube. Kurz schauen. Hier oben jetzt ist. Ich drücke auch immer auf den falschen Knopf. Nur damit ihr es wisst. Ah, okay. Hierfür bräuchten wir das Schild. Und für das Schild brauchen wir noch. Das ist eine meiner coolsten Sachen. Wir können einfach hier so drüber hafen. Und dann sehen wir, was wir hier noch brauchen, um das Ding freizuschalten. Wir müssen also nicht immer hinrennen. Das ist voll die Mega-Fähigkeit. Beste Fähigkeit ever. So, ich meine, wir können jetzt mal hier schauen. Haben wir denn genügend hierfür? Ja, haben wir. Also können wir das Schild jetzt freischalten. Können wir gegnerische Fähigkeiten blocken. Oder uns zum Beispiel hier hucken lassen. Und sind jetzt dann hier drin. Die Nacht schon da drüben. Richtig fetten Gegner. Das sieht ein bisschen sehr fies aus.
Das Süße an diesem Gegner hier ist, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, da schlägt er hier so zu, dann schlägt er hier nochmal zu, dann schlägt er hier nochmal zu und er ärgert sich so irgendwie. Das ist ein bisschen cute. Und damit ist er eigentlich auch ganz einfach zu killen. Erstes Mal, als ich diesen Kampf gemacht habe, da war der noch nicht so krass. Oder verwechsel ich hier was? Vielleicht verwechsel ich auch was. Natürlich ist dann blöd, wenn man sich treffen lässt. Aber dann kann man das alles nochmal von vorne machen. Und genau. Glücklicherweise die Sachen steigen auch liegen. Man verliert also keine Ressourcen. Normalerweise sind die, glaube ich, gerade out of sync. Dass sie sich nicht alle gleichzeitig ärgern. Und dann schlagen die natürlich alle gleichzeitig zu. So was. Okay, dieser Kampf gerade schon ein bisschen. Wie schwer, vielleicht sollte ich ihn wann anders ausprobieren. So. Genau, wir hatten es ja ursprünglich auch davon, dass wir hier irgendwo. Hier irgendwo ging es doch auch anders weiter. Stimmt, wir konnten uns doch hier auch irgendwie mit dem Schild über was drüber ziehen. Au. Da bin ich echt noch in den Griff reingelaufen. Habe ich sehr gut gemacht. Komm her. Lass dich hauen. Nett ist, der haut sich ja selber. Drängeln müssen. So, drei neue Leute. Menschen immer eine gute Ressource. So, die sind alle jetzt hier glücklich in unser Reich eingegliedert worden. Hier wenn jetzt da waren explodieren. Achso, aber. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich dieses Schalterrätsel auch etwas überdacht. Aua. So unhöflich. Hier fehlt uns. Andererseits weiß ich auch noch nicht ganz, wofür ich die Pilze bräuchte. Au. Falsche Richtung gedasht? Oder? Aber ich glaube, diesmal haben wir es geschafft. So, dann darfst du jetzt auch hier wieder
Bürger von unserer schönen Stadt sein. Wir gerade erst aufbauen, also vielleicht so. Nicht so traurig sein, wenn es am Anfang nicht so schön aussieht. Hier das wieder auf. Dann kommen wir ins alte Gebiet zurück. Sehr gut, ich glaube. Genau, dann haben wir da drüben ja noch jemand. Hier noch eine Familie freigeschaltet. Die mitkommen. Die auch Teil des Reiches werden. Genau, also wie ihr seht, recht straightforward. Es gibt dann irgendwann mal so ein bisschen Areale, wo es dann mehr random wird. Wir haben jetzt hier wieder so ein Ort, wo wir Dinge sprengen könnten. Also holen wir uns hier so eine Blümchen. Ein Obst. Und denken uns so, na. Leider können wir es hier nicht, ruhig mitnehmen. Das heißt, irgendwann werden wir vermutlich noch eine Bombe bekommen. Genau. Hier kommt ein größerer Kampf. Wir sind jetzt aber, haben jetzt ein paar wenige HP. Den glaube ich, probiere ich jetzt einfach mal dieses Ding, wo wir uns mit dem Schild rüberhucken lassen konnten. Ich glaube, es war hier. Ja, ich glaube, das war. Na Gott, man zieht aufstellen. Schnell mit Schild. Genau, das war jetzt aber nur sowas ganz Kleines. Das heißt, es hat sich jetzt quasi ja nicht gelohnt. Aber das ist okay. Also erinnere ich mich noch, dass wir hier oben, das, dafür bin ich bei der Karte sehr dankbar, auch hat, dass man da so ein bisschen sehen kann, was es denn noch so Sachen gab. So, hier haben wir die Fähigkeit noch bekommen, Immunität gegen Blitze zu bekommen und Blitzschaden freischalten. Das ist sehr praktisch, so Blitzableiter zu sein, ohne Blitzschaden zu bekommen. Das wollen wir nicht missen. So. Ja. Treffen wäre ganz gut. Und. Perfekt. Das ist ja. Gespeichert. Hier 5 HP gewonnen. Sehr schöner Ort. Wir sollten, glaube ich, hier rüber gehen. Und da noch den längeren Dash freizuschalten. Ich glaube, dafür haben wir jetzt, genau, wir haben jetzt genug Flammen. Der Hoffnung, jetzt können wir sehr viel weiter dashen. Was haben wir denn jetzt noch? Ich könnte nochmal den großen Fight wagen. Ah, endlich. Ah, Kampf geschafft. Du hast diesen Kampf überlebt, aber das ist erst der Anfang. Es liegt noch ein langer Weg vor dir und dein Hauptgegner ist an dessen Ende. Ich kann sie spüren, im Süden, in einem alten Gefängnis. Spüre die Dunkelheit und die Verzweiflung, die sich über den Kontinent ausbreitet. Und diese Dunkelheit wird nicht aufhören, bis sie alle Überlebenden verschlungen hat. Rettet sie, mein König, ich glaube an euch. Vielleicht hätte ich einfach tot bleiben sollen. Ja, es wäre zumindest friedlich gewesen. Für mich. Für die anderen nicht so sehr. So. Okay.
Nur wohin geht's dann hier? Hier rüber. Da drauf schießen. Jetzt hier in diese Wüste. Au. Irgendwie habe ich total verrallt, dass er gleich wieder losschießen wird. Schön. Komm hier auf. Ich tue dir doch nur weh. Au. Ich bin zu greedy. Achso, ja, irgendwie der Gegner ist buggy. So. Hier geht das Tor auf. Hier auf, hier weiter, da, nice. Genau, dann haben wir das Ziel wieder freigeschaltet. Hier nochmal zurückgehen. Weil hier ist jetzt Tal, nutzen könnten, hier hinzukommen. So, ist hier auf. Geht weiter voran. Die Überlebenden warten auf euch. Ist noch viele von mehr von ihnen? Soll ich mich beeilen? Genug. Sie werden warten. Wieder mehr Kämpfe. Ah, okay. Da war ein Busch. Ich mag diesen Busch nicht. Ich mag diesen Busch nicht. Okay. Aber, ich meine, ich habe euch jetzt hier gut gezeigt, wie es hier, was euch zu erwarten hat. Kämpfe, ihr werdet später noch Waffen freischalten. Also in der Gegend, wo wir jetzt gekämpft haben, gibt es Sachen. Hier gibt es das Arsenal, wo wir dann Waffenfähigkeiten upgraden können. Wir können hier den Speer freischalten. Später schätzungsweise irgendwann noch die Bombe. Es gibt noch die Axt. Vielleicht ist auch die Axt dafür da, dass man Sachen, die besonders destruktiv, also besonders robust sind. Wir hatten ja hier irgendwie eine Schranke aus irgendwelchen komischen Früchten. Ich glaube hier unten irgendwo. Dass wir die dann dadurch zerstören können.
und so weiter und so fort. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich habe auf jeden Fall echt Spaß gehabt in der Zeit, die ich jetzt bisher gespielt habe. Ich stelle mich heute gerade ein bisschen schlecht an, das tut mir total leid. Aber, genau. Vielen Dank auf jeden Fall an die Entwicklung und schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir uns wieder neue Spiele an. Bis dann. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne ein Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.